Theo erzählt. Ein Kinderpodcast. Hallo zusammen. Heute reden wir über ein Tier, das klein ist, verschiedene Farben hat, vier Flügel hat und stinkt und Glück bringt. Ich glaube, jetzt wisst ihr das schon. Es ist das Marienkäferli. Also das musst du mir jetzt erklären. Ein Marienkäferli stinkt? Ja, wenn es Gefahr droht, zum Beispiel ein Vogel kommt und es will fressen, dann lässt es so eine Flüssigkeit raus und dann der Vogel hat es im Schnabel und wäh, spritzt es gerade wieder raus. Wieso stinkt denn das Marienkäferli? Um sich vor den Feinden zu schützen. Aha. Und wenn ein Vogel, es krabbelt auf dem Boden und es kommt ein Vogel, dann rollt sie sich gerade ein. Und rot ist noch so eine Farbe, das sagt, Achtung, ich bin giftig. Das ist ja auch bei den Achtungsschildern, ist ja der Rahmen rot. Ein Marienkäferli wird ja gefressen von Vögeln und als Schutz, oder, macht es das? Für wer ist denn das Marienkäferli selber gefährlich? Für seine Nahrung Blattläuse. Weil das Marienkäferli frisst ja Blattläuse. Und die sind dann für das Marienkäferli wie der Vogel. Das Marienkäferli frisst das Marienkäferli Blattläuse. Und die Ameisen probieren Blattläuse zu abwehren. Aber wenn es jetzt so zwei Ameisen sind und ein Marienkäferli, dann gewinnt schon das Marienkäferli. Und dann kann es Blattläuse fressen. Aber wenn es jetzt 50 Ameisen sind und ein Marienkäferli, dann können die Ameisen als Marienkäferli vertreiben. Du hast mir etwas gesagt, verschiedene Farben. Wie kann ich das verstehen? Das Marienkäferli ist doch rot. Nein, es gibt es in Rot, das sind die Einheimischen, also die bekanntesten sind Zipppunkt Marienkäferli und das Punkt sagt nicht, wie alt das ist, sondern es gehört zu der Art von Marienkäferli. Zum Beispiel ein Dreipunkt Marienkäfer hat auf beiden Flügeln vielleicht jetzt einen und oben einen. Und das ist dann die Art Dreipunkt Marienkäferli. Ich habe es nur als Beispiel genommen. Ah, okay. Also sind gar nicht alle rot? Nein. Es gibt es auch in Gel, in Orange und in Schwarz. Wie ist denn der Körper von einem Marienkäferli aufgebaut? Also es hat einen Kopf, Hautflügel und zwei Deckflügel. Ist denn das wie eine Jacke? Nein, es ist ein Helm, eher gesagt, aber es schützt halt einfach die Hautflügel. Wie sieht denn das Leben von einem Marienkäferli aus? Also zuerst ist es ein Ei. Mehrere Eier, meistens an der Unterseite vom Blatt. Und dann wird es eine Larve, die ist schwarz und so ein bisschen orange pünktelt. Also sieht überhaupt nicht aus wie ein Marienkäferli. Und dann die Larve verpuppt sich, wie beim Schmetterling. Und dann wird es ein Marienkäferli, das aber noch kein Pünktchen hat und immer so orange ist. Und man sieht vielleicht schon ein bisschen Pünktchen so braun und rausschimmern. Und das 7-Punkt Marienkäferli wird dann rot. Und die gelben Marienkäferli werden noch ein bisschen gel. Und die orange Marienkäferli tun einfach noch Punkte aufdingseln. Kommen dann einfach Punkte zum Vorschein, weil das, was rausschlüpft, ist ja schon orange. Und da muss es ja nicht noch mehr orange werden. Und sag mal, was machen denn Marienkäferli im Winter? Sie sind zusammen und manchmal haben sie bei einem Laden, vielleicht hat es den Fensterladen nicht zu, aber dann hat es doch so Schlitzchen dazwischen und dann können sie dort reinkriechen oder in Felsspalten natürlich oder in Baumlöcher, Baumhöhlen. Also sie suchen kleine Ritzen, die sie überwintern können? Ja, aber das alles zusammen. Machen die dann Winterschlaf? Nein, sie fallen in eine Winterstarre und können so ein Mittel haben sie im Körper, das macht, dass sie überwintern können. Dass sie nicht eingefrieren, sondern es ist wie ein Schutz gegen das Eingefrieren. Wie bei uns beim Skifahren, die Jacke schützt die auch vor dem Eingefrieren. Hey, jetzt haben wir aber einiges erfahren über das Marienkäferli. Danke vielmals, Theo. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Theo erzählt. Ein Kinderpodcast.